Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Kick and the Crossfire. Immer noch evolutionäre Gedönse, bla bla bla, in dieser wunderschönen Mission, wo wir erstmal ein paar, Tankameisen in unsere Basis bringen müssen mit ein bisschen Verteidigung, die wir haben. Und wo ich beim letzten Mal ein bisschen gefickt worden bin. Ja, das kann man getrost so sagen. Ich ziehe mir gerade mal meine Socken aus. Ich bin jetzt ein bisschen unvorbereitet. Ich wollte heute zwar aufnehmen, aber eigentlich jetzt noch nicht jetzt. Das heißt, das wird wieder lustig heute. Wir haben heute den 19.8., glaube ich. Montag, es hat den 19. Ich weiß es wieder mal nicht. Ist ja klar, doch, das ist 19. Ich sehe es gerade auf dem Kalender. Und ich habe mir da so ein bisschen was, so ein paar Gedanken gemacht, wie ich das vielleicht alles ein bisschen eleganter lösen könnte. Und zwar mache ich erstmal die Spielgeschwindigkeit erstmal ganz runter. So, okay, zurück. So, lasst euch mal Zeit, Freunde der Nacht. Seid ihr nämlich Gruppe 1? Warum ist denn da eine Tankameise dabei? Finde ich jetzt eigentlich suboptimal. Da dürfte eigentlich zwei Tankameisen dabei sein, weil ich hatte doch vier irgendwann mal, oder nicht? Oder ist eine schon Schrott? Ah ne, die vierte bekomme ich gleich. Ach so, stimmt. So, ihr seid Gruppe 1. Und ihr seid Gruppe 2. Ich muss hier gerade nur mal ein bisschen organisieren. Weil, euch, Wichser, lasse ich jetzt nämlich erstmal schön lecker hier stehen. Und jetzt kann ich eigentlich schon wieder schneller machen. Ich speichere gerade nochmal ab, weil ich das jetzt gerade hier so ein bisschen organisiert habe. Ganz wenig. So, und jetzt kann ich eigentlich die Spielgeschwindigkeit ein bisschen erhöhen. Aber nicht zu hoch, oder nicht, dass ich gleich wieder komplett überfordert bin mit dem Spiel. Ich kenne mich ja. Okay, gut. Weil ich lasse nämlich direkt hier stehen, dass ihr hier gleich nämlich hoffentlich schön verteidigen könnt. Stellt euch bitte nicht blöd in den Weg. Das fände ich sehr gut, wenn ihr das nicht tätet. Ja, komm, du bist einer meiner stärksten Einheiten hier. Okay, komm, ich muss euch so oder so in die Basis führen, weil ihr ja noch ganz viel Öl habt. Okay, komm, schneller, schneller, schneller. Schneller! Lauf doch mal, Mensch! Ich weiß nicht, ob die von der oberen Brücke kommen oder ob die von links kommen. Das kann ich so noch nicht sagen. Das Blöde ist halt, die kommen doch gleichzeitig direkt von oben. Die Penner. So, du gehst erstmal schön unten lang. Freundchen, damit du denen bloß nicht im Weg rumstehst. 5, 5, okay, alles klar. So, dann fängst du hier direkt mal an zu tanken. So, okay, machen wir erstmal das hier fertig. Du gehst automatisch tanken, das ist sehr, sehr schön, sehr vorbildlich auf jeden Fall. Und schon werde ich angegriffen. Das geht so unglaublich fix hier in dem Spiel, ne? Das ist echt der Hammer. Aber ich glaube, es war ganz gut, dass ich die da hab stehen lassen. Alter, wie viele sind das? Lasst ihr mal wohl mein Gedönse hier in Ruhe. Das sehe ich ja mal überhaupt nicht ein. Leute, Leute, Leute. Okay, und jetzt du bitte, hallo, da rein. Okay. Gebäude. Forschungsstation, ganz wichtig. Da habe ich jetzt aber auch nicht mehr viel. Ah, wenn sie gleich von oben kommen, bin ich ganz schön gearscht. Aber erster Angriff ist überstanden, das heißt, zweiten Speicherpunkt. Weil jetzt hätte ich eventuell noch die Möglichkeit, die zurückzuziehen. Es sind zwar nur vier Einheiten, die ich jetzt hier gerade habe. Aber ich brauche unbedingt Kohle. Unbedingt ganz viel Kohle, ey. Nein, ich wollte eigentlich zuerst das Forschungsding erforschen, weil es dann schneller geht. Ach komm, scheiß drauf. Machen wir erstmal eine Stufe davon. Komm, Baby, komm, 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 werd fertig. Danke. Ich weiß jetzt nicht, ob die wirklich von oben kommen oder ob das beim letzten Mal irgendwie so ein bisschen... Ob ich mich zu nah an die rangewagt habe, was ich mir eigentlich nicht vorstellen kann. Wie viel Öl ist denn da drin? Da ist genug Öl drin, das ist sehr gut. Komm, Baby, komm, 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 komm. Nein, das war doch okay. Wir bitten um Weisheit, ja. Ich habe auf jeden Fall hier Saubock auf das Spiel, das ist unglaublich, ne? Ich verfluche das Spiel wirklich, ich habe wirklich Angst vor diesem Spiel. Aber irgendwie kann ich da einfach nicht die Finger von lassen. Es macht einfach so viel Spaß irgendwie. Vor allem, wenn Sachen funktionieren, auch wenn ich die ganze Zeit einfach nur faile. Aber manchmal klappt es einfach und dann bin ich einfach so Mr. Endorphin, ne? Das ist unglaublich. Da freue ich mich einfach richtig, wenn mal was funktioniert. Auch wenn ich in diesem Spiel einfach bisher, glaube ich, keine Lernkurve hatte. Okay, komm. So, und sobald du fertig bist da unten, ich hoffe mal, dass die mich in Ruhe lassen, ne? Dann werde ich nämlich nochmal ein bisschen nach Geld forschen. Und wenn ich dann soweit bin, werde ich mal ein bisschen in Einheiten investieren. Türme, glaube ich, erstmal noch nicht. So, komm, werd fertig. Ich habe die Spielgeschwindigkeit jetzt natürlich noch nicht so hoch. Aus gutem Grund. Komm,
ich brauche Geld, 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 Geld. Geld regiert die Welt. Unsere Bitten auch die der Mutanten. Wir bitten um Weisheit. Ja, was habe ich zu erzählen? Ich habe noch eine Woche zu arbeiten. Dann habe ich Urlaub. 2 Wochen. Ja, und ich werde in der Woche streamen. Ja, und ich werde ganz viel Spaß haben und ein bisschen was um mich um meine Wohnung kümmern und andere Sachen, die einfach liegen geblieben sind, weil ich so im Alltag keine Zeit dafür investieren möchte. Ich will ganz viel zocken, ich will ganz viel Sport machen. Und das wird einfach nur ein Fest. Ah, ich freue mich da so drauf, weil ich fahre auch nicht großartig weg. Verbringe zwar ein bisschen Zeit mit meiner Freundin, aber nicht die komplette Zeit. Okay, gut, das ist jetzt... Nein. Oh mein Gott! Ich bin so Geschichte. Ich bin sowas von Geschichte, ne? Brauchen wir hier so ein... Schnell, bitte. Der konnte mal eben kurz ablenken. Oh. Uff, Autsch. Ja, wie schön, dass er einfach mal komplett alleine lassen. Das finde ich echt knorke, ey. Wow. Lasst mich in Ruhe. Lasst meine Tanker in Ruhe. Ja genau, verpiss dich am besten mal nach Hause, so ein bisschen. Ein bisschen Verteidigung ist auf jeden Fall nicht schlecht. Ey, sag mal, bist du, gehst du denn nochmal kaputt? Ich habe ungefähr gar nichts mehr, das ist natürlich sehr praktisch. Ja, Baumechaniker. Ja, ist auch gar nicht mehr so schlecht, sehe ich gerade. Ich glaube, das wird nichts. Was? Komm, vernichtet sie! Da bleib du ganz, okay? Dankeschön. Boah, ist das ein Hackback hier. Meine Gürte. Hey, der Panzer ist tot. Ja, echt. Danke für den Hinweis. Was? Oh mein Gott, oh mein Gott. Komm, Junge, mach ihn platt. Und du überleb. Ja, ich hab's überlebt. Wie auch immer, ich hab keine Ahnung, aber ich hab's überlebt. Wir bitten um Weisheit. Wollen wir so ein paar Scorpions? Ich glaube, ich war immer so verkehrt. Wie sieht es mit euch aus? Naja, war schon mal besser. Sie sah schon mal nicht so traurig aus. Okay, können wir hier mal so ein bisschen was, weil die Raketen... Leute, die kommen gleich bestimmt wieder mit Anti-Aircraft an. Ah, das sind natürlich nicht so gute Einheiten, die ich jetzt hier gerade habe. Aber das Geld kommt wenigstens. Das finde ich schon mal ziemlich gut. Wenn die von oben kommen, ist es mir eigentlich lieber, als wenn die von links kommen, auf jeden Fall. Weil bis ich erstmal da hinten habe, ey, uiuiui. Kann schon mal Momentchen dauern. Hervorragend. Wir bitten um Weisheit. Okay. Ja, ich bin hier gerade ein bisschen so, ne, am überfordert sein. Was ist denn aus? Könnte ich da eine Raffinerie hinbauen? Nein. Unsere Bitten wurden erhört. Leider nicht. Natürlich alles ein bisschen schneller gehen dann. Guck mal nochmal die, damit ich ein paar Raketenfuzis hab. Ich meine, die Kriegsmastodonten sind ziemlich gut gegen Panzer. Und das ist ja eigentlich erstmal nur Kanonenfutter. Ah, deswegen, das hat mir auch jemand einen Tipp von euch gegeben. So von wegen, bau einfach von ein bisschen, also von jedem so ein bisschen was, ne? Weil, ich sag mal, die kleinen Einheiten, wie zum Beispiel die Skorpione, die halten die Gegner ja auch schon insofern auf, dass sie einfach als Ziel dienen. Während meine starken Einheiten halt noch schön angreifen können. Sehr lange, wie man sieht. Wow, ich bin beeindruckt. Scheiße. Die lassen mich aber auch kein Stück in Ruhe, kann das sein? Boah, lieber Fäust, hab ich hier nochmal so ein Moped. Wenn sie dann nicht von links kommen, dann warte ich nämlich lieber mal, bis sie dann hier zu fünftmal irgendwann sind. Dann gerade mal eben den Mechaniker da so reinschicken, bevor das Ding wirklich nach dem Arsch gehen sollte. Schalalalala. Was? Zur Stelle. Salami. Salami. Zur Stelle. Oh, ich wollte direkt nochmal da reinkommen. Ey, Junge. Zur Stelle. Boah, kann nicht wahr sein hier. Meine verdammte Axt. Oh. Das ist doch ätzend. Ich komme doch nicht zum Schuss. Hahaha. Was? Zur Stelle. Wow. Schnell, Junge. Uiuiui, okay. Hervorragend. Da können wir jetzt zumindest schon mal einen Panzer platt. Da finde ich eigentlich schon mal ziemlich gut. Ja. Ich krieg's ja nicht platt. Das ist unglaublich. Ja, wenn ich so ein Teil baue, der wird doch auch direkt über den Haufen geballert. Ohne Gnade, ey. Und tschüss. Ja, das schaffe ich nicht. Oh,
Verloren. Ich hab nicht genug Geld. Fick dich! Mann! Scheiße! Oh, jetzt habe ich so einen alten Spielstand. Ich muss noch voll viel. Ja, ich habe noch gar nichts erforscht. Was? Bau fertig. Das ist vielleicht ganz sinnvoll, vielleicht jetzt schon mal so ein bisschen was so hier so zu investieren. So ein bisschen Verstärkung zumindest. Dass es zumindest danach aussieht. Okay. Hervorragend. Das ist natürlich ein bisschen unproduktiv, weil ich dann jetzt natürlich ein bisschen weniger Geld kriege in kürzerer Zeit. Aber diese beiden kleinen Skorpione könnten vielleicht dafür sorgen, dass die hinteren nicht so viel Schaden nehmen, nicht? Das wäre schon ziemlich toll. Komm, ich brauche Geld. Los. Oh mein Gott, ey. Ist was? Wir sind so männlich. Unsere Bitten wurden erhört. Hervorragend. Keine Zeit verlieren. Nein. Moment, du bleibst schön hier. Ich hab dich gerade nur verklickt. Keine Sorge. Ja, bitte. Mach. Ich würde ja gerne die Spielgeschwindigkeit etwas höher stellen. Oh, jetzt kommt ich schon wieder von da. Also nicht alle. Unsere Bitten wurden erhört. Wo kommst du doch von alle von da? Bin ich jetzt nicht so schön, ne? Ja, haut ruhig in euren eigenen Skorpionblatt, ist kein Problem. Ja, alle kaputt machen! Yay! Leg mich doch im Arsch. War schon wieder alles für den Arsch. Nicht, das war zum Kotzen. Komm, tschüss. Oh, ist das nervig. Hey, ich hab noch zwei Hippos. Geh mal unten lang, Junge. Geh nicht auf den Keks, dein Kollege. Das ist ein bisschen wichtiger als du gerade. Mann. Ich würde auch hier so ein paar von denen hier bauen, aber wir sind echt für den Arsch, die Berserker. Muss ich mal so sagen. Unsere Bitten wurden erhört. Wir bitten um Weisheit. Ah, komm. Vorschwing ist noch zu Ende, okay? Hallo? Schaut euch mal dieses Kriegsmastodon an, dieses faule Stück. Unsere ja, der wollte ich auch einfach nicht wegbewegen. Glaub's nicht, ey. Ey, das sind so Gülle-Einheiten, ne? Leck mich fett. Oh, ich krieg hier kein Standbein hin, ey. Die greifen mich die ganze Zeit an. Können die mich nicht mal 5 verkackte Minuten in Ruhe lassen, dass ich mal ein bisschen was aufbauen kann? Alter. Oh, was ist denn das, ey? Komm. Schon wäre ich wieder total übermütig, ne? Und denk mir so, von wegen, fick dich. Ich forsche jetzt erstmal das Geld. Ist zwar jetzt alles teurer ein bisschen und so. Aber hey, ne, wenn meine Einheiten so blöd sind, mich zu verteidigen, dann muss ich halt noch mehr Einheiten bauen, die noch blöder sind, damit sie mich verteidigen können. Ich weiß nicht, ob das so klug ist, keine Ahnung. Es geht natürlich auch schneller, wenn ich die Forschungsanlage erforscht habe. Aber, naja. Weil die Kaserne brauche ich eigentlich auch nicht zu reparieren, weil die greifen eh keinen Arsch an, bis sie mal da hinten sind. Also das sage ich jetzt einfach so in meinem jugendlichen Leichtsinn. Oh, ist das nervig. So, aber jetzt kann ich erforschen, während ich nämlich mehr Geld bekomme. Und das ist, glaube ich, schon ziemlich gut. Machen wir jetzt mal ein bisschen geringer die Spielgeschwindigkeit wieder. Ups, zur Hälfte, genau. Tut mir echt leid, dass ihr das so mit ansehen müsst, aber was soll ich machen? Ja, ist gut. Ganz ruhig. Die Dinger sind zum Glück mega schwach. Was ich auch ziemlich vorteilhaft finde. Ihr könnt auch bitte weiterlaufen. Jetzt hau doch nicht von hinten wieder ab, Junge. Was ist denn mit dir kaputt? Ja, stell dich ruhig mal im Weg hin, damit die anderen Einheiten überhaupt nicht helfen können. Das ist gut, das gefällt mir. Wir bitten um Weisheit. Ja, da ist noch eine Einheit. Nur so als Info am Rande, ne? Ich weiß nicht, ob du das nicht bekommen hast. Alter, die sind so hohl, ne? Aber was soll's? Was soll's, ne? Komm, mach mal ein bisschen Platz da. Ja, gut. Toll, jetzt greife ich mich von da oben an. Hervorragend. Komm, zerstört den Panzer! Schnell! Das ist einfach mal völlig egal ist. Das finde ich gut. Macht nicht jeder.
Deswegen ist es tiefenentspannt. Der wird kein Burnout-Syndrom haben. Es dauert so lange, bis die Einheiten mal platt sind, ne? Ist ja unglaublich. Hey, ich habe nur eine Einheit übrig. Wie habe ich das denn geschafft? Das würde mich jetzt echt mal interessieren. Du stehst mal nicht so blöd im Weg rum. Dankeschön. Oh, eine Menagerie, da brauche ich erstmal das Moped für, ne? Komm, ich investiere einfach mal ein bisschen Geld dafür. Warum eigentlich? So ein Türmchen wäre schon nicht schlecht. Eine Stufe noch, hey! Der hat ja ein bisschen aufgelevelt. Einer ist aufgelevelt. Wuhu! Aber nur ein wenig. Ach, nee. Unsere Bitten so, gut, dann setze ich, versuche ich erstmal ein bisschen auf Infanterie zu setzen. Mal gucken, was das bringt. Ich weiß es nicht, ich weiß es nicht. Wir werden sehen. Bau fertig. Bau fertig. Unsere Bitten wurden erhört. Ja, komm, du gehst mal nach hinten einfach, damit du nicht direkt alles abkriegst. Das war's, du nicht. Hast du so vier kleine... Vier kleine Sachen. Unsere Bitten wurden erhört. Ja, aber wenn er den kaputt ist, dann greift er direkt das hier an, sowieso. Ein Verzweiflungsspeicherpunkt. Weil ich gerade nichts Besseres mit mir anfangen zu fangen weiß. Ich will erstmal einen Schluck Cola trinken. Unsere Bierbewohner der Weisheit. Danach kommen die Märtyrer, genau. Wollen wir 6 Bazooka-Menschen? Unsere Bierbewohner der Weisheit. Okay, dann können wir gleich schon mal ein paar Bogenschützen bauen. Die Bogenschützen sind eigentlich echt nicht schlecht. Na dann los! Die Bazooka-Heinis sind aber gut, weil die halt auch als Flugabwehr dienen. Flugabwehrrakete, wollte ich schon sagen. Die schießen Raketen hier auch, ne? Anti-Aircraft sind, aber. Okay, dann, Wir bitten um Weisheit. Die Türme bringen mir hier, glaube ich, auch erstmal nicht viel. So, erstmal ein bisschen Geld ausgeben. Das kann ich ja eh gut, Geld ausgeben. Jetzt greif mich nicht von links an, ey. Das finde ich echt beschissen. Kurzer Check, ob ich da einen Turm hinbauen könnte. Ey, ich könnte hier sogar Türme hinbauen. Das ist natürlich nicht schlecht. Unsere Gewinn muss so ein Hauch des Todes, ne? Da ist ja schon. Da gibt es eigentlich nichts gegen einzuwenden. Und den kann ich jetzt schon bauen, theoretisch. So, bis ich die Asche mal zusammen habe, ne? Das dauert natürlich schon ein halbes Jahr. Unsere Ach, kann ich jetzt noch rein, aber ich muss erstmal noch ein Stüfchen forschen. Was? Komm, komm mal alle direkt hier hin. Oder wie ging das? Das ging doch irgendwie. Ah, okay. Okay, gut, dann. Fletch, würde ich mal sagen. Wo? Nein, hallo! Greif doch nicht deinen eigenen Kameraden an. Bist du besoffen oder was? Okay, es dauert jetzt ziemlich lange, bis das Ding fertig ist. Währenddessen kann ich immer noch weiterhin forschen. Ein wenig. Nehmen wir den mal. Um Weisheit. Ein Radar wäre jetzt auch schon ganz fetzig zwischen. Uch, du Heilige! Geht nach Hause! Ihr könnt mich mal. Komm schon! Mach den Panzer platt! Mach den nächsten Panzer platt! Die einfach mal über den Haufen geballert worden sind, ne? Das finde ich nicht schön. Echt nicht. Immer Feste drauf! Ja gut, dann lade ich mal meinen Verzweiflungsspeicherstand. Aber warum? Gut, okay, ja, dann, Nur den schon weg. Na, dann los. War wahrscheinlich mehr unglücklich, glaube ich. Gut, dann werde ich, bevor ich links den Turm baue... Ich überlege, ob ich den Wurm mal bauen soll. Also die schwächere Form vom Hauch des Todes. Also es ist nicht die schwächere Form, es ist ein ganz anderer Turm, klar. Aber... Greifst du da jetzt an? Ich hab das noch nicht so raus. Ja, okay, du greifst da an, alles klar. Ihr sollt aber einfach nur deinen Wegpunkt setzen. Unsere Bitten wurden erhört. Ah, okay, alles klar. Ich hab's verstanden. Wir bitten weil ich meine, die Türen sind, die Würmer sind auf jeden Fall günstiger. Das auf jeden Fall. Allerdings natürlich auch bei Leibe nicht so stark. Also mal als Ergänzung wären die vielleicht gar nicht mal so schlecht. Ach, ich guck mal, wie ich das mache. Ich weiß es doch nicht. Auf jeden Fall bräuchte ich theoretisch links Verteidigung. Was? Wenn mir jetzt hier ankommen, so von wegen, ne?
Oh, weißt du was, jetzt greife ich jetzt nochmal wieder von links an, anstatt von oben, wo wir dich gerade von oben angegriffen haben, dann mag ich die nicht. So, okay, gut. Hoffen wir mal, dass es was bringt. Ich glaube, bis sie mal einen Turm platt haben, das dauert, glaube ich, wirklich ein Momentchen. Ja, auch mal hier hin, damit ihr seid ein bisschen geschlossener. Na dann los! Zur Stelle! Sehe ich noch was? Jawohl. Okay. Oh, ich bin nervös wegen dem nächsten Angriff, der gleich kommen wird. Wäre vielleicht auch sinnvoll, wenn ich ihn vielleicht ein bisschen hier hingesetzt hätte. Aber es kann auch gut sein, dass er jetzt die komplette Aufmerksamkeit auf sich lenkt. Wenn er denn fertig wäre, im richtigen Zeitpunkt, verflucht. Zerstöre es alles, bitte. Okay, der Turm leistet auf jeden Fall ganz gute Dienste, muss ich sagen. Nicht auf meinen Hippo. C'est la vie. Nicht sterben, nicht sterben. Nein! Der wurde komplett zerteilt. Hallo? Was ist er denn? Kannst du nicht noch ein bisschen bösartiger sein, Spiel? Ah, die Türme sind aber doch gar nicht mal so schlecht eigentlich. Was? Vielleicht beides bauen. Würmer und hier diese lustigen Heuchel des Todes. Gerade mal kurz checken. Ja gut, forschen kann ich ja schon mal soweit. Die sind ja auch relativ schnell fertig. Was ich sehr gut finde auf jeden Fall. Och, du heiliger Bimbam. Mechanic wäre auch nicht schlecht. Mike and the Mechanics. Bist du ein Mechanic? Jawohl. Ach ja. Ich greife mich sowieso von links an. Da bin ich mir 1000%ig sicher. Wäre sonst langweilig. Wie sieht es denn hier jetzt mit dem Öl aus? Weil ich muss natürlich auch langsam muss ich mich auch dahin orientieren, dass ich dann mal wieder vielleicht mal so ein paar Schweinchen baue. Das war beim letzten Mal gar nicht mal schlecht. Was? Okay, ich hab schon gedacht, ich würde was hören. Ja, komm, werd fertig. Danke. So, okay, das reicht dann erstmal mit dem Gedöse. Zumindest als kleiner Hoffnung schimmert man dann hier vielleicht schon mal so. Ja, damit die nicht direkt über den Haufen geballert werden. Weiter nach links wollte ich eigentlich sowieso nicht wieder, aber ich könnte hier durch das Loch kommen, oh mein Gott. Scheiße. Was soll das? Okay. Ja, okay. Ich muss natürlich warten, bis das jetzt fertig ist. Und dann so ein bisschen Einheit ist immer gut. Zur Stelle, wenn es sein muss. Also die Wirbel sind auf jeden Fall eine ganze Ecke schneller fertig als die verkackten Heuche des Todes. Vor allem das Gute hier an dem ist, glaube ich, der kann hier schon so ein bisschen nerven, bevor die überhaupt da sind, die Gegner. Oh. Ich hätte gerne wieder die Scharfschützen aus dem ersten Teil, die waren richtig gut, ey. Das war auch eine richtig geile Verteidigungslinie. Weil die einfach schon so aus derber Entfernung so einen Schaden verursacht haben. Das war schon krass. Das ist jetzt zu lange zurück. Ich schätze mal, die Angriffe werden von denen auch nicht kleiner. Hey, hervorragend. Wuhu. Soll ich jetzt schon mal wagen? Komm, ich wag's schon mal. Direkt dahinter. Links habe ich jetzt natürlich die absolute Verteidigung mit einem Wurm, ja. Aber hey. Ich riskiere es einfach mal. So, noch ein Speicherpunkt. Hab aber noch ein paar zur Verfügung. Die anderen, die ich habe, die bringen nichts. Also ich muss die eigentlich ein bisschen weiter auseinanderziehen. Das ist so klar, das ist so gottverdammt klar. Ups, das... okay. Moment. Der scheint echt gut klar zu kommen, aber der ist gegen Infanterie, glaube ich, ziemlich beschissen. Das ist das Problem. Ich sag mal so, ne? Die jetzt hier als Unterstützung. Ich könnte das Spiel schon eigentlich ohne weiteres neu laden, weil... Das war echt gut. Der ist stark, der Wurm. Das hätte ich jetzt wirklich nicht erwartet. Hä? Meinetwegen. Na dann los. So, steht euch nur nicht gegenseitig im Weg rum. Dann klappt's auch mit dem Nachbarn. Kommt nur nicht gleichzeitig von oben nochmal, das fände ich nicht so gut. Man nervt mal hier so ein bisschen. Die Infanterie könnte nerven, genau, weil die nervt mich nämlich am meisten, glaube ich. Komm, stirb, Motherfucker! Stirb! Okay, alles klar.
Habt ihr gut gemacht. Na dann los, wie du willst. Oh, super, mein Skorpion ist sogar rot. Das gefällt mir sehr gut. Mechaniker. Aber gerne. Oh, gelauft euch nicht. Geht bitte nicht, bitte nicht, bitte nicht. Danke, das habt ihr gut gelöst. Muss ich euch loben. Okay. Wenn die Angriffe immer in diesem Ausmaße sind, ne, wäre es echt okay. Zur Stelle. Ich könnte hier da wieder die Brücke zerstören, dann würde ich wahrscheinlich... Was? 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 Warum? Tut das nicht! Nein! Lasst mein Verkack-Dings in Ruhe! Ich brauche meine Sammler! Verflucht! Komm, stirb, stirb, Junge, stirb. Einfach alle wegsterben, bitte. Ich brauche das Geld auf jeden Fall. Jetzt verpisst er sich. Du kleines, feiges Viech. Echt, komm, stirb. Boah, Wichser. Okay, da muss ich da jetzt natürlich einen Wurm nachbauen. Einen Wurmturm, haha, eine Wurmkur. Ich glaube, wenn er da oben fertig ist, ich glaube, ich lasse mal lieber links stehen. Weil da oben habe ich zumindest jetzt ein bisschen Verteidigung. Okay. Bin schon weg. Riesenskorpion, ja gut, okay. Das Ding kann doch mal bitte fertig werden, so langsam. Habe ich, glaube ich, habe einen verloren, ne? Scheiße. Nicht schön. Was sieht's denn aus? Naja, komm, der ist zu wertvoll, als dass ich ihn so sterben lassen könnte. Meinst du nicht? Mit den einer, die ich hier habe, kann ich keinen Angriff aufhalten, auf keinen Fall. Fand ich aber fies, dass die jetzt hier von unten lang kamen, du. Lecco mio. Ich hab noch gar nichts geforscht. Wäre vielleicht mal sinnvoll. Das mache ich da. Ich bin drin entschlossen. Wir bitten um Weisheit. Gehen wir dafür auch noch mal ein bisschen parallel so ein bisschen Geld aus. Okay. Und überschreibe wir den ersten. Hey. Weil jetzt wollte ich gerne meine Spielgeschwindigkeit ein bisschen erhöhen.